Ihr könnt mehr GPU-Power aus eurer Quest 3 kitzeln. Mit dem neuesten Update des Quest Games Optimizer ist das möglich. Ich zeige euch anhand ein paar Beispielen, was das für einen großen Unterschied macht. Also bleibt dran. Hey Leute, ihr schaut Ikuma Games XR und in diesem Video schauen wir uns an, welche Möglichkeiten ihr mit dem neuesten Update vom Quest Games Optimizer habt. Unter anderem habt ihr ein GPU-Upgrade von 599 auf satte 690 MHz. Das sind knapp 15% mehr. Bevor ich euch im Detail erkläre, was da eigentlich Phase ist, würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Kanal abonnieren würdet und ein Like da lasst, wenn euch meine Videos gefallen. Was genau der Quest Games Optimizer ist und wie ihr den installiert, habe ich bereits in einem älteren Video erklärt. Mit dieser App bekommt ihr viel mehr Kontrolle über eure Grafikeinstellungen der Quest 2 oder 3. Zum Beispiel könnt ihr freie Einstellungen an der Framerate, der Auflösung, dem Grad des Forwarded Renderings und der CPU- und GPU-Leistung vornehmen. Mit dem neuesten Update habt ihr einen neuen Modus für die GPU-Settings bekommen. Dieser nennt sich Insane und schaltet 690 MHz frei. Vorher waren es 599 MHz mit dem Unlimited-Modus. Offenbar ist die Quest 3 von Haus aus underclocked. Warum, wissen wir nicht. Aber mit dem Quest Games Optimizer könnt ihr diese Grenze auf eure eigene Gefahr hin öffnen. Ich zeige euch jetzt, wie der Quest Games Optimizer aufgebaut ist. Ihr startet den als allererstes hier in eurer App Library, indem ihr oben den Bereich Unknown Sources aktiviert und dann habt ihr hier den Quest Games Optimizer. Wie gesagt, werde ich euch nicht im Detail erklären, wie ihr das Ganze installiert. Das habe ich in einem Video vorher schon gemacht und es gibt auch ganz viele aktuelle Tutorials, was die Quest 3 im Detail betrifft. Ihr habt gerade gesehen, da kam so ein Fenster. Das ist das, was ihr seht, wenn ihr das Spiel startet, beziehungsweise die App. Denn er fragt sich immer, dass ihr den ADB-Modus aktivieren sollt. Das war vorher nur möglich, indem man die Quest an den PC angeschlossen hat. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Sobald das Ganze installiert ist, müsst ihr nicht immer wieder, wenn die Quest 3 neu gestartet ist, die App neu aktivieren. Das passiert jetzt quasi von alleine. Das ist schon mal sehr gut. Wir sind jetzt in der Version 9.1.0, die eben diesen Insane-Modus mit dabei hat, der die GPU-Frequenz auf 699 Hertz ermöglicht. Ich zeige euch ganz schnell, welche Möglichkeiten ihr mit der App habt. Die meisten Sachen könnt ihr eigentlich getrost ignorieren. Hier die Videoaufnahmeeinstellungen sind ein total spannendes Feld. Wenn ihr Creator seid oder ihr wollt Gameplay aufnehmen, ich mache das Ganze hier zum Beispiel gerade in 4K. Das ist normalerweise mit der Quest so nicht möglich. Gleichzeitig aufnehmen ist damit natürlich schwierig, weil eben das auch an Ressourcen verbraucht. Hier Kompressionsqualität auf 40 Megabyte pro Sekunde. Das sind normalerweise Megabit pro Sekunde. Das sind normalerweise maximal 20. Und hier kann ich halt auch zum Beispiel mit Side-by-Side for 3D-Capture eingeben. Dann habt ihr ein 3D-Bild. Habt ihr bestimmt in dem einen oder anderen Video da draußen gesehen. Aber ich möchte mich ja vor allen Dingen heute auf den Insane-Modus konzentrieren. Trotzdem sollte ich euch einmal zeigen, was mit der App alles möglich ist. Zum Beispiel will ich euch anhand des Beispiels Breaches hier einmal zeigen, was alles möglich ist. Wenn ihr hier rechts auf diesen... ja, drei Punkte, Burger-Menü, wie auch immer, klickt, nee, das ist Burger-Menü, ne, diese Einstellungs-Button hier, dann seht ihr eure Profile, die ihr zur Auswahl habt. Der Quest Games Optimizer hat immer verschiedene Profile zur Auswahl, die der Entwickler bzw. die Community hier empfiehlt. Das ist zum Beispiel der Batteriemodus, der HD oder HD Plus Modus. Da gibt es immer verschiedene. Der Batteriemodus macht die Grafik oder die Auflösung oder was auch immer sogar einen Tick niedriger, um Ressourcen zu sparen, damit die Batterie länger hält. Der HD-Modus setzt meistens die Auflösung hoch. Aber wir gucken uns das im Detail an, damit ihr versteht, was genau die App macht und warum der Insane-Modus jetzt super praktisch ist. Hier sehen wir nochmal, was die Profile hier im Detail machen. Es gibt noch diesen Turbo-Modus, der im Prinzip normalerweise, glaube ich, die Auflösung und alles gleich lässt, aber die GPU einfach erhöht. So, Schritt für Schritt, hier ein persönliches Profil könnt ihr auch erstellen. Da könnt ihr zum Beispiel die Auflösung höher setzen. Ich bin ein Fan von einer etwas erhöhten Auflösung von nativ. Mir reicht es meistens. Ihr seht, hier oben sind es teilweise über 130% oder sogar fast 160% höhere Auflösung. Standard ist normalerweise eine Auflösung von 1680 x 1067 Pixeln. Das ist nicht die native Auflösung der Displays, aber
die native Render-Auflösung, die die Quest 3 anbietet. Es gibt Spiele, die automatisch diesen hier erhöhen, um den Faktor 1,1, 1,2 oder wie auch immer, oder niedriger machen, aber das ist so das Target der meisten Spiele. Und das könnt ihr jetzt eben einfach manuell erhöhen. Mir reicht oft eine Erhöhung von 120%. Hier sind so ein paar Presets. Denn ihr seht hier, wenn ihr die Auflösung noch höher macht, ist es meistens zugunsten der Framerate hier Hertz 80 oder 72. Ich bin aber ein Fan von 90. Und in dem Fallbeispiel Breachers möchte ich euch sogar 120 Hertz zeigen. Um 120 Hertz auf diese Auflösung zu ermöglichen, müssen wir natürlich die CPU und die GPU erhöhen. Nicht immer ist es nötig, hier das Maximum zu wählen. Dynamic ist auch immer je nach Spiel, muss man da gucken. Hier ist es zum Beispiel dynamisch bei dem Battery Saver Mode und bei den anderen Profilen ist es erhöht, zum Beispiel im Bereich Unlocked. Neu ist, wie gesagt, dieser Insane hier. Ich will natürlich eine höhere Auflösung mit höherer Herzzahl und ihr müsst bedenken, ich nehme das gerade in 4K auf. Das ist auch eine Sache, die man berücksichtigen muss, wenn man jetzt hier auswählt, wie stark das Ganze hier rendert. Genau, wir haben 120 Hertz ausgewählt. Die CPU machen wir auf Very High, weil das hier normalerweise auch gemacht wird. Wir können natürlich auch Unlocked nehmen, aber wenn wir höher gehen, obwohl wir es eventuell nicht brauchen, dann verbraucht die Quest natürlich mehr Akku. Hier gehen wir aber in den Insane-Modus, um einfach mal zu zeigen, was alles möglich ist. Ach, wisst ihr was? Wir probieren es trotzdem. Wir gehen noch mal einen Tick höher sogar auf diese Auflösung hier im Insane-Modus und machen da mal den Forwarded Rendering, denn das ist auch eine Sache, die wir hier einstellen können, was ich super finde. Bei manchen Spielen nervt mich das Forwarded Rendering mehr als in anderen. Forwarded Rendering, falls ihr nicht wisst, was das ist der Bereich außerhalb des Sichtfeldes bzw. im äußeren Rand des Sichtfeldes, der weniger stark gerendert wird. Den könnt ihr abstellen, da wird das gesamte Bild in einer hohen Auflösung gerendert. Aber bei vielen Spielen macht es Sinn, das hier auf Medium oder High zu stellen. Very High gefällt mir nicht. Dann ist eben im Sichtfeld, das ihr noch seht, also das periphere Sichtfeld, noch sehr pixelig. Und das in einem Bereich, der mir zu nah an dem tatsächlich gut sichtbaren Bereich ist. Deswegen bin ich eher bei Medium, bei High. Bei Medium fällt es mir kaum auf. Wir machen das in dem Fall mal auf High. Vielleicht seht ihr das dann in der Aufnahme tatsächlich, wenn da so ein kleiner Rand ein bisschen pixeliger wird. Genau, und dann starten wir einfach mal das Spiel. Warum sollte man das Spiel denn überhaupt in einer so hohen Auflösung rendern? Naja, es ist so, ihr habt ja ein Shooter und was ist da wichtig, eben weit gucken kann, um gut Kills zu machen und ihr wollt eine hohe Framerate, um eben schnell reagieren zu können und es gibt euch vielleicht einen kleinen Vorteil. Muss nicht unbedingt sein, aber ihr müsst bedenken, Breaches ist zum Beispiel Crossplay, das heißt, ihr habt auch PC-Spieler und die machen euch fertig mit ihrer hohen Auflösung und so weiter. Und hier im Hauptmenü, ich habe jetzt die Grafik, wo ihr sehen könnt, wie die Quest performt, nicht an. Das seht ihr gleich in meinen Vergleichsvideos. Da könnt ihr dann sehen, welche Auflösung ist gerade da, wird die Framerate, wird die Framerate erreicht und so weiter. Das habe ich jetzt nicht an. Das könnt ihr gleich sehen in manchen Vergleichen. Aber hier habe ich das Gefühl, das ist ein flüssiges Bild. Die 120 Hertz seht ihr jetzt natürlich nicht im Video, aber ich muss sagen, das ist definitiv 120 Hertz und es ist auch total stabil. Wir probieren mal so eine kleine Trainingsmission an. Ich alleine gegen 5 gegnerische Bots hier im Killhouse. Das ist jetzt natürlich nicht auf jedes Spiel übertragbar. Das ist jetzt nur hier ein Beispiel. So, und mit der hohen Auflösung kann ich natürlich einfach viel besser in die Ferne gucken. Und da kriselt gar nichts. Ich kann mich total super auf die Kills konzentrieren. Und mit 120 FPS kann ich vielleicht auch einfach ein bisschen besser reagieren. Treffe ich den? Na komm. Jetzt kein Gunstock. Na, keiner getroffen. Verdammt. Okay.
Vielleicht ein bisschen zu weit weg. Also ich sehe die Köpfe gut, aber das ändert nichts daran, dass ich nicht den besten Aim als Person habe. Okay. Wo ist er? Da ist einer. Kommt der hier lang? Bam. Ich muss natürlich aufpassen. Bam. Wo war der? Da. Ja, und das läuft soweit echt super flüssig. Ich kann natürlich nicht sagen, ob die Entwickler jetzt einen bannen, wenn die Auflösung hier und da irgendwie höher ist. Das kann ich gar nicht beurteilen, aber wie gesagt, es ist Crossplay. Die PC-Spieler spielen sowieso wahrscheinlich in einer höheren Auflösung und haben hier einen Vorteil. Also warum sollte man nicht die Quest irgendwie performanter gestalten? Und durch den Insane-Modus haben wir eben eine, ja, nochmal ein bisschen Puffer, die Quest uns normalerweise verwehrt und die wir hier aktivieren können, um nochmal eben alles Mögliche rauszukitzeln. Wie gesagt, wir haben hier eine Auflösung von über 2000 Pixeln pro Auge, knapp 130% höhere Auflösung in einer Framerate von 120 Hertz. Und das ist einfach phänomenal dafür, dass das Spiel hier super läuft. Ihr müsst natürlich auf eigene Gefahr benutzen. Dieser Modus ist von Meta zurzeit nicht vorgesehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie den irgendwann freigeben. Aber zurzeit ist es experimentell und ich kann natürlich nicht ausschließen, dass es hier und da Probleme, Abstürze oder sonstiges geben könnte. Ich hatte bisher keine Probleme damit. Wenn es anfängt zu ruckeln, dann sind meine Einstellungen eher schlecht, als dass es an dem Insane-Modus lag, ist zumindest meine Vermutung. So, naja gut, ich glaube, das reicht erstmal, um euch das Ganze direkt hier zu zeigen. Ich werde jetzt noch ein paar Beispiele euch zeigen im Direktvergleich mit und ohne Insane-Modus, wie das Ganze hier performt. Was genau mit dem Insane-Modus möglich ist, zeige ich euch jetzt anhand ein paar Beispielen. Hier seht ihr das Spiel Ancient Dungeon, ein toller Dungeon-Crawler, den ich hier in einer erhöhten Auflösung von satten 2800x2912 Pixeln pro Auge spiele. Das sind 120% mehr in 120 FPS. Ich sehe so keinen Unterschied mehr zur PC-Version. Mit dem Insane-Modus läuft das Spiel butterweich. Im Unlimited-Modus musste ich entweder die Auflösung oder die Framerate reduzieren. Achtet hier links in der Grafik insbesondere auf die Framerate. Im Gameplay wird das vielleicht nicht so deutlich, aber bei gleichen Einstellungen haben wir konstante 120 FPS mit dem Insane-Modus. Auch die Doom 3 Mod kann man mit dem Insane-Modus samt dynamischen Schatten in 72 FPS und einer höheren Auflösung spielen, als es der Modder vorgesehen hat. Ohne den Insane-Modus musste man sich entscheiden, ob man lieber niedrige Auflösung mit dynamischen Schatten hat oder eine höhere Auflösung und eben ohne die dynamischen Schatten. Mit dem Insane-Modus macht ihr weniger Abstriche und könnt die Mod in einer schönen Auflösung genießen. Ich persönlich mag das Gekrissel einer niedrigen Auflösung ja gar nicht. Da habe ich 72 FPS gewählt und die Auflösung auf 2103x2103 Pixeln pro Auge ausgereizt. Ehrlich gesagt hatte ich auch gehofft, dass man mit dem Insane-Modus auch Assassin's Creed nun ruckelfrei genießen kann. Leider gibt es weiterhin auch mit dem Insane-Modus FPS-Einbrüche. Aber ihr könnt zumindest mit dem Quest Games Optimizer die Auflösung oder die FPS etwas reduzieren und mit dem Insane-Modus ein möglichst flüssiges Gameplay hinzubekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Meta erstmal testen wollte, wie der XR2 Gen 2 Chip performt, bevor sie die volle Leistung freigeben. Das hat auch bei der Quest 2 für viel Zuspruch gesorgt. Eventuell waren sie aber auch einfach unzufrieden mit der Akkukapazität und haben lieber den Chip etwas abgeschwächt, bevor die Quest 3 eine noch kürzere Akkulaufzeit hat. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um Virtual Reality. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr den Quest Games Optimizer schon mal ausprobiert habt oder ob ihr es vorhabt oder wenn ihr irgendwelche sonstigen Fragen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.